Und damit herzlich willkommen zur Pokémon Smaragd Edition. Bevor ich das überhaupt, der Spielstand wurde gelöscht. Ja, ist klar. sehr geistreich. Bevor ich hier loslegen konnte, musste ich noch ein bisschen was am Emulator umstellen. Denn die GBA-Spiele benutzten 128 Flash-Speicher. Was im Emulator leider noch auf 64K stand. Deswegen muss ich das leicht ändern. Aber bevor wir es richtig anfangen, möchte ich erstmal hier einen anderen Rahmen wählen. Also so viele Rahmen und keine davon gefällt mir eigentlich wirklich. Wo der blaue eben, ne? Ja, doch. Der sieht gut aus. Wechsel Stereo. Knopfbelegung nochmal. Bla bla bla. Und zurück. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das ist ein sogenanntes Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegeneinander aus. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir immer noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Natürlich ein Junge. Fein. Und wie heißt du? Angebrochen muss diesmal keine Gedanken, um den Namen des Rivalen zu machen. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Tobias und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft waren. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Denke ich, dass das sehr gefährlich ist? Ich meine, wir sind hier bei zwischen ungesicherten Möbelstücken und Kartons. Einmal zu hart in die Kurve gegangen und wir werden erdrückt worden. Tobias, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer. Lass uns hineingehen. Siehst du? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Wie tut er sein Zimmer ist oben? Schau es dir doch mal an, Schatz.
Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Ja, boah, naja. Die Uhr stehen geblieben. Stell sie besser ein und ziehe auf. Und ziehen sie auf. Was sagt die Uhrzeit? An sich? Ne, warte mal. Das geht doch fixer. In der Neuauflage von Pokémon Rubin und Saphir muss ich die zum Glück nicht stellen. Ja. Wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut. Alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du sollst prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, das sollten wir grundsätzlich immer machen. Wir haben da noch nichts. Aber immerhin einen Trank. Das haben wir, glaube ich, in der zweiten Generation zugleich gemacht, ne? Oh, verdammt. Oh! Schnell, komm schnell her. Da, da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Vatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Genau, das werden wir machen. Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist wieder so unser neuer Nachbar, oder? Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Bist du dir wirklich so sicher? Ist ja zum Greifen nah, ne? Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Rias. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist. Wir tun Tobias und wir? Achso. Man sollte das auch richtig im Zusammenhang lesen. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Tobias, wir kommen später. Moment. Die hat eine orange Gamecube. Wieso habe ich so eine nicht? Ich habe sie bloß im Lila. Hallo? Das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich würde mir ja gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Ja. Hilfe! Witzig sieht es ja schon aus, wie er verfolgt. Hilfe! Du da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball. Ein? Das sind drei. Anders als in Pokémon Gelb und Kristall, wo ich bereits im Vorhinein wusste, welche Pokémon ich hier annähernd mit dem Willen ziehen, weiß ich das bis bei Pokémons Markt jetzt noch, bis jetzt noch gar nicht. Aber eins weiß ich, dass ich mich für Hydropi entscheide. Ein wildes Zigzag erscheint. Naja, das sollte ja wohl kein Problem darstellen, ne? Und ich habe eigentlich schon die... Ich habe
täglich hin und her überlegen, welche ich jetzt ins Team nehme. In der Generation 3 ist es wirklich schwierig. Denn ich möchte ja auch wieder mehr oder weniger ausgewogenes Team nehmen. Du bist also Julius. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon bist. Aber wie du ihn gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Ja, Hydrobi möchte ich auf jeden Fall einen Spitznamen geben. Allerdings weiß ich noch nicht, welchen. Ja. Tja, da ich hier die Chance nicht habe, habe ich eigentlich die Chance, hier Nidoran zu fangen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Meines Wissens nach nicht. Ich begegne ja hauptsächlich nur neuen Pokémon. Wasser gucke ich einfach mal kurz. Oh, und da sind wir auch schon wieder. Ich kann ja also keinen Nidoran fangen, alles klar. Dann hat Hydrobi die ehrenvolle Aufgabe, diesen Namen zu tragen. Wenn du dich mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind, Maike, studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei. Tobias, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst? Boah, von mir aus. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Na gut. Sagen wir mal, ein Glück habe ich es noch herausgefunden, warum dieses Spiel komischerweise nicht starten wollte, weil ich nur einen weißen Bildschirm hatte. So wollte ich erst umdisponieren. Und zwar hätte ich ansonsten den Pokémon-Hack gebracht. Apropos Pokémon-Hack, den nächsten Hack, den ich gerne bringen möchte, Da muss ich mir unbedingt die Karte mal raussuchen. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hi, Tobias. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben eines Trainers. Alter, der fliegt gerade im Flugzeug hier rum. Wehe, das setzt jetzt an zum Superschall. Zum Schallmauer durch. Alter, selbst wenn die Tür zu ist, hörst du das. Also, Michael, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich möchte jetzt ungern verlieren. Ich habe es hier gegen ersten Kampf gegen meinen Rivalen gewonnen. Level 6. Top. Aber Lebensschild ist eine Bodenattacke. Wow, das war spitze. Tobias, du bist ein Naturtalent. Ja. Du schmeichelst mir, Maike. Du schmeichelst mir. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Und dann gibt es hier noch eine kleine Besonderheit.
die ich in Generation, oder besser gesagt, ab Generation sehr, sehr gerne gefeiert habe. Tobias, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Allerdings hätten sie es hier auch mit besonderen Attacken reinbringen können, dass man Pokémon sehen kann mit bestimmten Attacken, die sie normalerweise nicht erlernen. In Omega Rubin und Alpha Saphir habe ich zum Beispiel ein Pfiffchen gefangen, das die Attacke Feuerzahn in Omega Rubin und Donnerzahn in Alpha Saphir beherrscht. Denn meines Wissens nach erlernen sie diese Attacke so nicht. Jedenfalls soweit ich weiß. Oh wow, Tobias, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Ja, die werden wir brauchen. Von einem Pokémon weiß ich auf jeden Fall, was ich gerne reinhaben möchte. Denn ich denke mal... Warte, Tobias. Hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Oh, was für ein hübsches Pokémon. Du hast es vom Professor Birk erhalten. Toll. Du bist das Kind deines Vaters. Wunderbar. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling. Für eine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Sie werden deinen Schritt beschleunigen. Ah, Tobias, für die Schuhe gibt es eine Bedingung. Oh. Alter, wirklich, es gibt für fast alles eine Bedingung. Stell dir mal vor, dass das für im wahren Leben so ablaufen. Alter, wollen... Ich wollte schon sagen, wollen hier keine Pokémon auftauchen? Nein, ich bin in Beule. Dann brauche ich einen Pokéball. Naja, so haben wir wenigstens erstmal eins. Ein weibliches Waumpel. Ich möchte den Waumpel jetzt ungern einen Spitznamen geben. Sehr, sehr ungern. Denn... Ich weiß leider nicht, wohin sich Waumpel entwickelt. Denn das Problem ist, dass Waumpel naja, zwei Entwicklungsformen hat. Alter. Also das suche ich eigentlich nicht. Das suche ich. Das will ich haben. Zum einen entwickelt es sich zu Shaloko und zum anderen zu Panikon. Shaloko wiederum wird zu einem schönen Papinella. Panikon wiederum zu einem Pudox. Das ganze Problem an der Sache ist, dass es, warte, ich erzähl's gleich. Würde das eigentlich auch hinpassen?
Mal schauen. Knorr? Ja, lassen wir so. Der Name gefällt mir. Genau. Das wird nämlich, bevor wir Wumpel begegnen, also sobald der Kampf mit Wumpel beginnt, wird es bereits festgelegt durch persönliche Werte, welches Geschlecht das Pokémon hat. Und zu welchem Pokémon es sich denn dementsprechend entwickelt. Und ich weiß nicht, ob ich da Einfluss haben kann, zwecks den Entscheid, was rauskommt oder so. Das ist nämlich bisschen kompliziert. Ich mache das hier mal ein bisschen fixer. Das ist nämlich das ganze Blöde da dran. Mein Pudox mag ja vielleicht ganz gut sein und dergleichen, aber ich bevorzuge doch lieber Papinella. Weil Papinella gefällt mir persönlich besser. Und da fällt mir ein. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Wir werden tauschen. Kinoro kriegt sowieso EP. Ja. Naja, wir kriegen es ja mit, welches Pokémon daraus im Endeffekt jetzt wird. Ich lasse mich wirklich überraschen. Aber ich werde vorher noch ein paar Tränke mitnehmen. Weil sicher ist sicher. Und ich glaube, das erste Mal in den Geschichten, also seit Generation 1, werde ich wohl in der Pokémon-Liga kein legendäres Pokémon dabei haben. Ich meine, ich könnte mir zwar nachher eins fangen, aber die Frage ist, will ich das? Halt! Ich will noch was ganz anderes machen. Dort liegt eine Frage, wo möchtest du ihn auswählen? Das ist hier. Ich hoffe, ich gebe das richtig ein. Lala. Was das Ganze soll, werdet ihr gleich sehen, wenn es denn geklappt hat.
Warte mal, wo... Warum nicht kriege ich das hier hin? Aber anscheinend... Komme ich eigentlich das hin? Okay, das kann ich schon mal hin basteln. Jip, jip. Aber wieso kriege ich das andere denn nicht? Alter, was ist das denn für ein Dings? Muss ich jetzt empfangen? Ich krieg das nicht hin. Das Wort, was ich suche, finde ich nicht. Verknüpfung. Ich finde das Wort nicht, was ich suche. Ich meine, ich finde Geheimnis, aber okay, dann Testverfahren fällt. Ja. Gut, dann machen wir es ein anderes Mal. Dann machen wir es in der nächsten Folge. Leute, die Folge geht zwar fürs erste Mal wieder viel zu lang, aber ich würde einfach vorschlagen, dass wir wenigstens noch in die nächste Stadt huschen. Einfach nur dann, weil ich Lust und Laune drauf habe. Alter, da sinkt der Angriff, das ist scheiße. Ah, was tut man hier alles? Aber einfach noch zu schwach. Aber kriegen wir schon hin.
Weil Pfeffchen ist eigentlich auch ein starkes Pokémon. Aber wir sollten definitiv wechseln, weil der Angriff einfach zu stark geschwächt ist. Gut. Ach so, hier gibt es ja nachher noch eine besondere. Gegen dich werden wir in der nächsten Folge noch kämpfen. Wir sind erstmal in Blütenburg City. Und ich würde sagen, hier werden wir die Folge für heute beenden. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das Team aussehen wird, aber ich weiß definitiv, dass Kinora und Shadow auf jeden Fall dabei sein werden. Vor allem auch wegen den Top 4 nachher. Gut, ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Pokémon Smaragd Edition. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise einen wunderschönen Abend, je nachdem wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.